Unser Anfang und auch unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der den Himmel und die Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und nicht loslässt ein Werk seiner Hände. Amen. Und damit herzlich willkommen, liebe Gemeinde, heute zum Live-Gottesdienst aus der Bocholter Kirche zum Stichwort Schöpfung. Und wir haben gerade diesen wunderbaren Song gehört von Yuma, River Flows in You, also Wasser fließt in dir, ein Strom fließt in dir. Und dieses fließende Gefühl, das kennen wir alle aus unseren eigenen Körpern. Wir wissen, dass da Flüssigkeiten fließen, sonst könnten wir gar nicht leben. Und ich habe vor ein paar Tagen einen Baum berührt und umarmt. Und da weiß ich auch, das ist auch ein Lebewesen, in dem Flüssigkeiten rauf und runter fließen, je nach Jahreszeit. Und ich habe nochmal nachgelesen über die wunderbaren Eigenschaften dieses Baumes. Ein Geflecht von Wurzeln kommuniziert mit Pilzen. Beide ergänzen sich und fügen sich zusammen. Pflanzen können kommunizieren. Sie können sich zum Beispiel vor Schädlingen warnen. Und sie können sogar Duftstoffe freisetzen, dass die Feinde der Schädlinge kommen, um sie zu vernichten. Alles wunderbar eingerichtet, ein Teil der wunderbaren, bewundernswerten Schöpfung Gottes. Darüber lasst uns nachdenken, aber zunächst singen wir ein Lied. Wenn Sie mitsingen möchten, Lied 445, Gott des Himmels und der Erde. Wir singen die Strophen 1 und 4. Ein Gebet sprechen. Gott des Himmels und der Erden, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der es Tag und Nacht lässt werden, Sonn und Mond uns scheinen heißt, dessen starke Hand die Welt und was drinnen ist, erhält. Gott, ich danke dir von Herzen, dass du mich in dieser Nacht vor Gefahr, Angst, Not und Schmerzen hast behütet und bewacht. Dass des bösen Feindes List mein nicht mächtig worden ist. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. Amen. Wir singen das Lied 324. Das ist das Lied, ich singe dir mit Herz und Mund. Wir singen die Strophen 1, 4 bis 7 und 11 bis 13. Ich sing und hoffe für den Grund.
Liebe Gemeinde, Bereshit bara Elohim atashamayim ve'et ha'aretz, ha'aretz ha'yeta tohu va'bohu. Wenn Ihnen das Hebräisch vorkam, so haben Sie recht. Das war Hebräisch, der Anfang der Schöpfungsgeschichte. Jede Theologin, jeder Theologe kennt ihn natürlich auswendig. Die Schöpfungsgeschichte, ganz zu Anfang in der Bibel zu finden, ist, wie ich finde, eine sehr spannende Geschichte, die mich schon lange bewegt und begleitet. Und ich werde nochmal zusammenfassen, um sie nicht ganz vorlesen zu müssen, dazu ist sie einfach zu bekannt, was uns da erzählt wird. Bereshit bara, am Anfang, im Anfang schuf Gott. Aus dem Wüsten und dem Leeren, dem Tohu und dem Wohu, füllt er nun innerhalb von 7 Tagen seine Schöpfung. Gott formt und Gott füllt. Am ersten Tag scheidet er Licht und Finsternis. Am zweiten Tag das Wasser oberhalb der Erde, Vorstellung, der Regen kommt von oben, und die Erde schwimmt auf einer Fläche des Wassers. Das wird unterschieden, also zwischen oberhalb und unterhalb einer Feste, der Himmel und die Erde. Und er scheidet Gewässer vom Trockenen und schafft die Vegetation. Und das Ganze wird immer erklärt von einem Tag zum nächsten und qualifiziert mit gut. Am 4. Tag lässt er Lichtquellen am Himmel erscheinen. Am 5. Tag füllen Fische das Wasser, Vögel füllen den Himmel. Und am 6. Tag werden die Landtiere geschaffen und der Mensch. Und es war gut. Es war sehr gut. Und dann ruht Gott am 7. Tag von all dem, was er geschaffen hat, und segnete diesen Tag und heiligte ihn. Diese bekannte Geschichte, habe ich mich gefragt, wo kommt die her? Die ist ja nicht vom Himmel gefallen, die haben ja Menschen aufgeschrieben. Und warum haben die sie so aufgeschrieben? Wo kommt die Geschichte her? Wo hat sie ihren Urgrund? Das finde ich immer wieder faszinierend zu fragen, wie Texte entstehen. Und ich sage es Ihnen gleich, er stammt ursprünglich von den Babyloniern. Und Babylonier waren eine Hochkultur. Denen verdanken wir nicht nur unsere Schrift und unsere Zahlen, sondern auch unsere Erkenntnisse des Himmels sind da gewachsen. Schon vor 6000 Jahren, so sagen Kaltschriften, konnten die Babylonier Sonnenfinsternisse vorhersagen. Und der Nachthimmel sah am 28. Februar bei den Babyloniern noch genauso aus wie bei uns heute. Wenn Sie heute Abend schauen, werden Sie im Süden den Orion entdecken, das schönste Sternbild. Das Sternbild, das die Menschen immer fasziniert hat. Und auch da werden Sie, wenn Sie die Namen hören, Betelgeuse, Bellatrix, Rigel und Saif oder Alnitak, Alnilam und Mintaka erkennen. Das sind arabische, babylonische Namen, die bis heute unseren Nachthimmel bestimmen. Ich habe mich gefragt, warum 7 Tage? Warum eine Schöpfungserzählung innerhalb von 7 Tagen? Man hätte ja auch 9 nehmen können oder 11 oder 14. Nun, natürlich waren die Menschen schlau und sagten sich, nach 365 Tagen ungefähr können wir den Orion wieder genauso am Himmel sehen wie letztes Jahr. Also hat ein Jahr ungefähr 364 Tage. Das sind 7 Tage in 52 Wochen. Das kommt ungefähr hin. Und um rauszubekommen, warum sie die 7 genommen haben, müssen sie mich nach Frankreich begleiten. Auf einen Wochenmarkt in Paris. Und an der Wand hängt ein Kalender. Und da sehen Sie diese Wochentage abgebildet auf Französisch. Ich fange mal an mit dem Montag, Lunes. Dann kommt Dienstag, Mardi. Mittwoch, Mercredi. Donnerstag, Jeudi. Freitag, Vendredi. Und wenn wir jetzt nach London gehen und am Samstag in London sind, dann sehen Sie da, der Tag heißt Saturday. Ist Ihnen was aufgefallen? Meinen Konfirmanden schon damals, als wir darüber geredet haben, dass nämlich in diesen französischen und englischen Wochentagen etwas zu erkennen ist. Sonntag und Montag. Marti, Marstag, Mittwoch, Merkurtag, Merkredi, Donnerstag, Jeudi, Jupitertag, Freitag, Vendredi, Venustag. Und dann Samstag, Englisch, Saturday, Saturntag. Ja,
Unsere sieben, die damals bekannten sieben Himmelskörper, die sich innerhalb des Firmaments bewegen konnten, Sonne und Mond, und die bekannten Planeten Merkur, Mars, Jupiter und Saturn, die konnten sich bewegen am Nachthimmel. Das mussten Götter sein. Und so haben sie einen Mythos geschaffen, dass sie gesagt haben, jeder Gott hat ja nun einen Tag gehabt für sich, also müssen wir sieben Tage annehmen, weil wir sieben bekannte Himmelskörper haben, die sich am Himmel bewegen können. Und diese Götter hatten Namen. Sie hießen Shamash und Sin, Ninib und Nabu, Marduk, Ishtar und Nergal. Und daraus sind dann unsere Wochentage geworden, erst griechisch, dann lateinisch, französisch. Auf Deutsch ist kaum noch was davon zu erkennen, höchstens noch bei Donnerstag, Dona, ein germanischer Gott, und Freya, Freitag. Aber wie gesagt, in anderen Sprachen wesentlich deutlicher. Diesen Sieben-Tage-Rhythmus haben die Menschen in Israel damals übernommen. Sie haben ihn vielleicht kennengelernt, als sie in der babylonischen Gefangenschaft saßen. Im 6. Jahrhundert vor Christus sind sie ja etwa 50 Jahre lang nach Babylon verschleppt worden. Dort werden sie diesen Mythos kennengelernt haben und auf den jüdischen Glauben übertragen haben, der ja ein monotheistischer ist, der vielleicht aus Ägypten kommt, von dem monotheistischen Pharao Echnaton, der den Sonnengott als einzigen Gott verehrte. Eventuell, sagen Ägyptologen, kommt dieser Monotheismus aus Ägypten, egal. Die Juden haben ihn so übernommen. Und was nun ganz wichtig ist, dass nämlich Priester diesen Text wohl geschrieben haben. Und wir Priester haben vor allen Dingen eins im Sinn, sie wollen die gute Ordnung Gottes erzählen und alles zielt auf diesen letzten Tag, auf den Ruhetag, auf den Sabbat. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Alles ist sehr gut, die Schöpfung ist gut eingerichtet, sie ist wunderbar. Das wollten sie erzählen. Und interessant noch, am vierten Tag ist interessant zu lesen, da schreibt die Bibel, es erscheinen große Lichtquellen, ein großes Licht für den Tag, ein kleines Licht für die Nacht. Da steht eben nicht Sonne und Mond, weil sie auf keinen Fall wieder irgendwelche anderen Götternamen oder Gottesvorstellungen hineinbringen wollen. Auch da kann man sehr schön sehen, wie sie in den Text eingegriffen haben und ihn redigiert haben. Und irgendwann, als die Endredaktion des Alten Testaments war, haben sie diesen Text und andere Texte vor den eigentlichen Anfang der Bibel, die Geschichte mit Abraham, gestellt, weil es einfach so sich gehörte. Aber interessanterweise sind sie an Schöpfung nicht so interessiert, sondern erzählen eher, dass Gott ein befreier Gott ist, der sich aus Ägypten befreit hat. Eine Geschichte also geschrieben nach der Vorstellung der damaligen Zeit, die die Menschen damals hatten, deren erstes Ziel nicht ist zu beschreiben, wie Gott speziell die Welt gemacht hat, sondern dass er sie gemacht hat und alles sehr gut und geordnet ist. Und das glaube ich, so ist es. Aber ich weiß, dass es nicht in sieben Tagen passiert ist, sondern dass dieser Gott, der mit uns zu tun haben will, diese Welt vor 13,7 Milliarden Jahren, dieser Welt einen Anfang gegeben hat. Ich mag den Begriff Urknall nicht, weil es eigentlich ein Schimpfwort ist eines Kritikers. Ich sage lieber Singularität oder der Anfang der Zeit, aus der sich alles entwickelt hat, aus diesem explosiven Geschehen, die Gase, die Materie, die Galaxien, die Sterne und Planeten und das Leben. So jedenfalls ist der heutige Wissensstand der Kosmologie. Und was wir früher mal als Diskussion hatten, ob nun Bibelrecht hat oder Naturwissenschaft, ist für mich Quatsch. Es sind zwei Seiten einer Medaille. Ich kann beides gut glauben und gut wissen. Und dann habe ich vor einigen Jahren ein erstaunliches Buch gefunden, was das Ganze noch ein bisschen faszinierender macht. Ein Buch, das heißt, hat mich angesprochen, das heißt Der kosmische Volltreffer. Warum wir hier sind und das Universum wie für uns geschaffen ist. Und ich weiß, Paul Davis ist Astrophysiker und also wirklich hartnäckiger Atheist. Der hat mit Gott gar nichts am Hut, aber hat dieses Buch geschrieben. Und dann habe ich überlegt, was ist das Faszinierende an dem, was er schreibt?
Unter anderem sagt er, es ist erstaunlich, alles scheint auf den Menschen zuzulaufen, was im Kosmos entwickelt worden ist. Das sogenannte anthropische Prinzip. Erstaunlich. Und 20 Naturkonstanten gibt es, die diese Möglichkeiten schaffen. 20 Naturwerte, Naturkonstanten, ich habe sie mir mal rausdrucken lassen aus der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Und ich will sie Ihnen auf keinen Fall vorlesen, weil ich sie verstehe sie gar nicht. Ich kapiere nur eine einzige, nämlich die Lichtgeschwindigkeit. Das ist eine Konstante. 300.000 Kilometer ist die Geschwindigkeit des Lichts. Alle anderen Dinge wie elektrische Feldkonstante, Gravitationskonstante, Plancksches Wirkungsquantum und so weiter, Elementarladung und so weiter, verstehe ich sowieso nicht. Aber das Erstaunliche ist, es sind ganz kleine Werte dabei. Also ich sag mal, die Dichte in der Materie 1 zu 128. Und Brian Greene, ein anderer Astrophysiker, hat mal Folgendes gemacht. Er hat die 20 Naturkonstanten in einen riesen Computer gestellt und hat die mal alle neu versucht zu formatieren. So, und da gibt es natürlich Millionen von Möglichkeiten, die der PC durchrechnet. Und das Erstaunliche ist, nur wenn diese 20 Naturkonstanten so fein abgestimmt sind, wie sie sind, ist Leben, wie wir es kennen, möglich. Ein fein justiertes Universum. Und selbst Paul Davis muss ein bisschen nachdenklich werden und sagt, ja, es sieht danach aus, als wenn ein großer Gedanke, er sagt nicht Gott, ein großer Gedanke dahinter steckt und es doch eher wie geplant aussieht, sagt er. Was ist meine Konklusion, meine Erkenntnis oder meine Zusammenfassung für heute? Einmal, dass diese Erde, auf der wir leben, astronomisch gesehen überhaupt nicht bedeutsam ist. Was noch für unsere Vorfahren ganz wichtig war, dass sie der Mittelpunkt der Welt sind, hat sich längst relativiert. Wir leben an einem völlig unbedeutenden Platz in unserer Milchstraße, unter Milliarden von Milchstraßen. An sich ist, ich sage es mal ein bisschen böse, die Erde nicht mehr als Fliegendreck im Kosmos. Astronomisch gesehen, kosmologisch gesehen, würde den Kosmos überhaupt nicht kratzen, wenn wir in ein paar Milliarden Jahren mal vielleicht in die Sonne hineingezogen werden. Das würde astronomisch niemanden interessieren. Das Universum würde exakt mit ein paar Korrekturen weiterleben. Aber theologisch gesehen, und das ist das, was ich glauben darf und auch sagen darf, aus der Intention der Schöpfungsgeschichte, theologisch sind wir jeder Einzelne und jeder Einzelne unendlich wertvoll in den Augen Gottes. Und ich schließe noch einmal mit der letzten Zeile des Liedes: Weißt du, wie viele Sternlein stehen, wo es heißt, kennt auch dich und hat dich lieb. Das ist für mich die bedeutendste Aussage der wunderbaren Schöpfung Gottes. Und es macht mich eigentlich jeden Tag demütiger von meinem Gott, was ich in der Schöpfung erkennen kann, was ich erfahren kann, wie er sich uns zuwendet, aber auch welche Verantwortung wir für die Schöpfung weiterhin haben. Denn das steht auch in der Geschichte, dass Gott den Menschen dazu gemacht hat, dass er die Verantwortung über die Schöpfung mit übernimmt. Und da müssen wir, glaube ich, an vielen Punkten umdenken und erleben gerade in der Krise, dass die Natur so nicht beherrschbar ist. Wenn wir in die Natur eingreifen, in irgendeinem Punkt, dann wird es schlecht. Die Menschen früher haben viel stärker mit der Natur gelebt. Ein Beispiel nochmal von den Ägyptern. Die wussten, wenn nach dem Orion der Sirius über den Horizont kam, der hellste Fixstern im großen Hund, dann wussten sie, dass Nilhochwasser kommt und das Leben wird sich weiter fortsetzen. Wir werden weiter Ernten haben. Also sie haben immer auch geschaut, dass das, was im Himmel zu sehen war, für sie von Bedeutung war und für ihr Leben besonders waren. Ich bitte darum, dass wir diese Botschaft, dass wir verantwortlich sind für diese Schöpfung, ein bisschen mehr uns zu Herzen nehmen, als wir das bisher schon getan haben. Amen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Nein, stimmt nicht. Wir singen erst ein Lied. Wo ist Linde? Da ist er. 432, Gott gab uns Atem. Die drei Strophen, 432.
Ich möchte ein Fürbittengebet sprechen. Guter Gott, wir bitten dich für die Menschen, die wir lieb haben, unsere Mütter und Väter, unsere Großeltern, unsere Partner und Partnerinnen, unsere Kinder und Enkel, unsere Freunde nah und fern. Wir bitten dich für die Alleinstehenden, für die Isolierten, für die Menschen auf der Straße. Und wir bitten dich für die Flüchtenden, für die Menschen im Krieg, für die Hungernden und Kranken auf der ganzen Erde. Wir bitten dich für die Kranken und die, die ihnen beistehen und helfen, für die Ärztinnen und Krankenpfleger, für die Mediziner und Forscher, für die Menschen, die die politische Verantwortung tragen in dieser Zeit und für alle, die dafür sorgen, dass das Leben weitergeht. Wir bitten dich für die Sterbenden, für die Trauernden und die Hinterbliebenen, für die, die dem Virus zum Opfer gefallen sind. Und bitten dich, bleibe du in unserer Nähe. Gemeinsam wollen wir dich ansprechen mit dem Gebet Jesu. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe noch ein paar Bekanntmachungen, die ich vorlesen soll und auch vorlesen muss. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Arbeit des Sozialethischen Ausschusses. Diakonie bedeutet christlicher Dienst am nahen und fernen Nächsten und gehört zu den Wesens- und Lebensäußerungen von Kirche. Neben der Diakonie an Einzelnen und an bestimmten Menschengruppen gibt es auch einen begleitenden Dienst der Kirche an der Gesellschaft, in der wir leben. Die Gesellschaftsdiakonie, mit der sich der Sozialethische Ausschuss unseres Synodalverbandes befasst. Kurz gesagt, es geht um Kirche als Gewissen und Erneuerungskraft der Gesellschaft. In den zurückliegenden Jahren hat sich der Sozialethische Ausschuss schwerpunktmäßig mit den Themen Frieden, Friedensethik, Arm und Reich, Landwirtschaft und Rechtspopulismus beschäftigt. Zur Pfarrwahl für den Pfarrbezirk Neue Kirche II teilen wir folgendes Ergebnis mit. Mit 628 Ja-Stimmen und 16 Nein-Stimmen ist Pastor Kollhauke Nott gewählt. Gemäß Artikel 1 Absatz 8 der Verordnung zur Durchführung von Pfarrwahlen kann jedes wahlberechtigte Gemeindeglied bis zum 5. März gegen die Ordnungsmäßigkeit der Wahl bei dem Moderrahmen des Synodalverbandes Einspruch einlegen. Am 25. April finden in unserer Gemeinde Kirchengemeinde Wahlen zum Kirchenrat und zur Gemeindevertretung statt. Alle konfirmierten oder als Erwachsene getauften Gemeindeglieder sind wahlberechtigt. Die Ausübung des Wahlrechts setzt die Eintragung in die Wählerliste voraus. Die Wählerlisten liegen zur Einsichtnahme vom 22. Februar bis zum 23. April im Gemeindehaus, im Gemeindebüro am Markt 1 in Nordhorn aus. Nach telefonischer Anmeldung im Gemeindebüro ist die Einsichtnahme möglich. In dem Zeitraum vom 22.02. bis 8. März können wahlberechtigte Gemeindeglieder Vorschläge für die Wahl der Kirchenältesten oder Gemeindevertreter und Gemeindevertreterinnen einreichen. Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens 10 wahlberechtigten Gemeindegliedern unterschrieben sein. Allen im vergangenen Jahr konfirmierten sowie zugezogenen oder innerhalb Nordhorns umgezogenen Gemeindegliedern wird besonders die Einsichtnahme in die Wählerliste empfohlen. Der Kirchenrat hat bei seiner Sitzung am 18. Februar beschlossen, dass bis einschließlich 7. März weiterhin nur Online-Gottesdienste stattfinden sollen. Jeden Sonntag finden Sie dann auf unserer YouTube-Kanal Reformiert in Nordhorn und auf unserer Homepage den neuen Gottesdienst. Präsenzgottesdienste finden solange erst einmal noch nicht wieder statt. Außerdem möchten wir auf unseren Kindergottesdienst hinweisen. Auf unserem YouTube-Kanal wird an jedem Wochenende auch ein neuer Kindergottesdienst veröffentlicht.
Mir bleibt ein Dank. Mir bleibt ein Dank. Linde kriegt die schönen Blumen. Sonst bleiben die nicht stehen und vertrocknen. Das wollen wir nicht. Linde, vielen Dank. Dankeschön. Bitte schön. Und euch, dem Team, danke ich herzlich für eure technische Unterstützung. Vielen Dank. Wir wollen den Gottesdienst beschließen mit der Bitte um den Segen des Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Herr, wende dein Angesicht uns freundlich zu und gib uns und der Welt deinen Frieden. Amen. Und allen einen gesegneten Sonntag. Auf Wiedersehen.